Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ori 2. Und ja, wir haben jetzt das zweite Steinschloss sozusagen geöffnet und versuchen jetzt natürlich immer noch zu dieser Stelle zu kommen, wo wir gerne hinwollen. Ist gar nicht so leicht, aber bis jetzt sind wir noch relativ gut durchgekommen. Hoffe mal, dass es so weitergeht. So, schauen wir uns das mal an. Also hier können wir jetzt durch, aber ich kann hier nicht durch, weil hier so ein Ekelkram am Boden ist. Müssen wir schon rüberhopsen. Oh nein, was mache ich denn da? So, muss ein bisschen flinker agieren, sonst wäre das alles hier nichts. Ja, die schießen zu schnell. Da ist man so ein bisschen gearscht hier. Kann ich auch rupfen? Ne, schaffe ich nicht ganz so hoch, ne? Aber runter schaffe ich es. Leben. Danke. Okay. Oh ne, warte mal. Da ist doch ein Geheimweg. Hier wird schon. Ja, hier war ich schon. Stimmt. Hier geht er wieder nach oben, ne? Yes. Okay. Aber gut, dann können wir wieder hochkommen. Das ist doch gut. Denn wir wollen ja auch nach oben. Wir sollen ja hoch zu dem alten Sumpfmenschen. Moki müssen wir nicht sprechen. Oder müssen wir nicht sprechen? Bist du ein Geist? Nee, okay. Das Musiker, finde einen Panzer von Howl in dem Gebiet, in dem du gegen Howl gekämpft hast. Ja. Habe ich jetzt Bock, da runter zu laufen nochmal? Wäre ja hier wahrscheinlich, ne? Machen wir jetzt nicht. Machen wir nachher. Erstmal müssen wir jetzt gucken, dass wir diesen Moosmenschen da finden. Ach nein. Musste die Mission mehr studieren, wie die kämpfen, wie die sind. Eigentlich. Hier kommen wir nicht durch. Hm. Okay. Ich war gewundert, wenn ich nicht weitergehen würde. Ah, okay, können wir da runter, ne? Panzer von Howl! Du hast einfach keine. Okay. Gib Mok den Mutigen, den gehen wir nicht schnell zurück, ist er nicht weit weg gewesen. Nein! Boah. War er nicht hier irgendwo? Stand er doch irgendwo, ne? Da ist er. Oh, ein echter Fangzahn von Howl. Jetzt wird niemand mehr an Mok den Mutigen zweifeln. Ich bin mutiger, ich bin auch großzügig. Das Gorlex-Erz. Du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Das Mutige nimmt den. Okay, haben wir. So. Ich glaube, wir müssen trotzdem den Weg noch weiter. Wir müssen da hinten hoch, ne? Gehen wir zurück. Wir müssen leben nochmal. Vielleicht gleich noch was. Irgendwo. Da. Okay. Hui.
Ist ein bisschen mutig, da gerade runter zu hopsen. Aber hier geht's gar nicht weiter. Da oben geht's hoch. Gab's einen anderen Weg noch? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Dann müssen wir mal gucken. Nach unten geht's auf jeden Fall nicht, habe ich gerade gesehen. Ah nein. Okay, wie soll man da denn hinkommen? Da muss es einen ganz anderen Weg geben dahin. Weil hier, so hoch kann ich gar nicht hüpfen. Da müssen wir mal gucken, ob es einen ganz anderen Weg gibt. Werden wir schon finden. Ah, es ist ja auch ein Labyrinth hier so ein bisschen, ne? Muss ja auch erstmal die Karte kennenlernen. Oh, warte, das schaffen wir. Auch noch nicht. Ach, Mist. Warum schießt ihr immer hier, Spastis? Oh, das ist aber nicht korrekt. Ich darf nicht Spastis sagen. Oh, was für ein doofes Ding. Hier hoch, ne? Ah, warum mache ich das? Den brauche ich ja gar nicht. War ja voll. Ach, was soll's. Nimm alles mit, ne? Ist da noch ein Baum? Absorbieren! Du hast eine neue Fähigkeit gelernt. Regeneration. Ah, das ist gut. Das ist doch sehr gut. Machen wir mal. Das legen wir dann auf Regeneration, legen wir auf Y. Hä? Nehmen wir mal. Das legen wir dahin, Geisterklinge. Ah, da, okay. Wenn wir das runtergehen. Ah! So. Regeneration legen wir auf Y. Ja, brauchen wir jetzt natürlich nicht. Weil wir volles Leben haben. Hier geht's auch, ja, hier sind wir längst gekommen. Gucken, aber wenn wir da, geht's glaube ich auch noch hoch da hinten, ne? Hast du den gesehen? So. Warte. Und hier. Okay. Lupo, was für Lupo denn zu erzählen? Sei gegrüßt, ich bin Lupo, Kartograf der Extraklasse. Das war ein ganz schöner Sturm, hat meine Karten tropf nass gemacht, also bekommst du sie zum halben Preis, ja? Schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin suchen und das wäre besser für dich als eine Karte. Würde ich sagen, kaufen wir einfach mal. Macht Sinn. Danke. Wow, jetzt ist die Karte schon relativ... Und ich sehe immer noch keinen Weg, wie ich da hinkomme. Seht ihr das? Man muss noch viel erforschen, um da hinzukommen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich danke dir, guter Mann. Und mehr hat er auch nicht, oder? Ein Name kann gefährlich sein, weißt du? Zum Beispiel der Name dieses Ortes ist Tintenmoor. Ich habe versucht, mit diesem Wasser meine Karte zu zeichnen. Und naja, reinste Papierschiff-Sendung. Okay. Gut, dann haben wir dann schon mal den Kartenhandy. Okay, da können wir noch nicht hoch, weil wir brauchen dafür noch die... Oh, warte. Da kommst du ja nicht ran. Warte mal. Ne, komm ich auch nicht ran.
Ja. Ein paar Dinger. Kommen wir gar nicht. Aber ich glaube, hier könnte der Weg richtig sein, oder? Wer ist er denn? Oh. The Flying Monkey. Der aufregende Aussicht hier. Herrlich, oder? Der Brunnenquell. In all seiner Pracht. Eine ganze Generation Moki ist alt geworden, seit sich die Mühlenräder zum letzten Mal drehten. Es heißt, es gäbe eine imposante Oh. Alte Eule da. Was tut Schräg denn so weit hier draußen? Irgendwas muss sie aus ihrem Nest gescheucht haben. Irgendeine Bedrohung vielleicht. Doch wohl nicht du, oder? Du siehst harmlos aus. Das sollten wir ändern. Wie es der Zufall so will, bin ich ein Waffenmeister. Willst du eine Fähigkeit verbessern? Ich gebe dir auf den ersten Einkauf auch Rabatt. Ja, will ich. Okay. Also, was kann ich? Wache, verwende Energie. Lass eine Geisterkugel entstehen, die für dich angreift. Erlege Feinde mit einem starken Rundumschlag. Zerstört instabilen Boden. Verwende Energie. Geisterstern. Wirf einen mächtigen Speer aus Licht. Verwende eine große Menge Energie. Zerstört instabilen Boden. Wirf einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Setz Gegner umkreis. Ich glaube, das ist ganz gut hier, wenn man den Boden kaputt macht, oder? So deine Fähigkeit, so gut du kannst. Die nächste bekommst du nicht so billig. Okay, ich fand jetzt nicht, dass es billig war, aber okay. Der perfekte Ort, um dich zu bereiten. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halte bis dahin deine Waffe bereit und den Himmel im Blick. Neues Gerücht. Okay. Gut, dann wollen wir jetzt aber nicht hin. Hehe. Komm ich aber hoch? Nein. Na, guck mal. Okay. Sinn. Kann ich da irgendwie doch noch dahin springen? Schon? Komm ich nicht ganz ran, ne? Aber kann ich den hier benutzen als Wippe vielleicht? Aha! Oh nein, warte, nochmal. Ist er abgefahren. Mein Gott, da kommen aber echt Stellen hin, wo man nicht mit gerechnet hat, oder? Oh, ein Moskito. Was ist ein dummer Moskito? Oder? Hat er sich gerade selber umgebracht? Ich glaube schon. Komm ich da hoch? Warte. Nein! Los da! Oh. Oh, klar. Alter, was für ein fieses Ding eigentlich, ne? Aber ich glaube, wenn ich... Okay, ich glaube, vielleicht kann ich auch hier hinten links mal gucken. Nee, da nicht. Ich muss da, glaube ich. Man kann da, glaube ich, hoch. Muss nur anders springen. Mal. Komm Ding. So, und jetzt gehen wir hier links.
So ein Hüpfding, aber ich gehe erstmal hier nach rechts hoch. Gucken, wo da hinkommt. Okay, da können wir nicht. Kann man nicht kaputt machen, okay. Kann ich da drüben rein? Aber dann sterbe ich ja, wenn ich da reinspringe, ne? Was ist denn das für eine Kugel da drin? Ich habe Angst, komplett drauf zu gehen. Ja, dann machen wir lieber nicht. So, warte mal. Wo geht's denn hier hin? Das ist das gleiche hier, ne? Kommen wir auch nicht hin, okay. Also müssen wir auch nicht hier hin, ne? Ich glaube, das ist nicht unsere Richtung hier. So, gucken wir mal. Da könnte man hin, aber da müssen wir noch nicht hin. Gut, dann lass mal zurück. Können wir durch? Dann müssen wir machen. Kann ich da hochklettern? Okay. Mann, du blödes Viech. Ja. Halte. Hätte ich mir vorher schon zeigen sollen. Das war natürlich dumm. Da bin ich zwar hier oben, aber da komme ich nicht, ne? Ups. Mikrofon beinahe geschrottet hier. Ah, okay, ich kann dann. Okay, ich weiß, wo ich hin kann. Waren wir ja schon. Also mal gucken. Müssen wir wieder runter. Und da irgendwie durch. Warte mal, kann ich das mit meinen Fähigkeiten da kaputt machen? Ein Geisterschlag vielleicht? Nee, also nicht. Also hier geht's auch nicht weiter. Dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter nach links. Was ist hier denn los? Nee. Kann ich gar nichts machen? Okay, aber jetzt müssen wir echt mal überlegen, wie wir weiterkommen hier, ne? Weil ich kann jetzt nur noch hier durch, so ein Scheiß. Übersehen, wo man noch längs kann? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, man kann auch da unten längs noch, ne? Das haben wir auch, das habe ich entdeckt. Konnte ich dann runter? Ich darauf geachtet, muss ich zugeben. Warte mal. Ne, wir müssen weiter runter, ne?
Handy. Als ob man hier runter kann, irgendwie. Nee. Durch kann man auch nicht. Aber normalerweise hätte ich gedacht, dass man hier durch kann. Aber das kann man anscheinend nicht. Und das gibt's ja jetzt gerade nicht, ne? Das ist doch echt abgefahren hier. Also muss man sich wirklich durchsuchen hier, diesen Klopp da. Und da mal den richtigen Weg finden, ne? Tja, also da will er ja gerne, dass ich hingehe. Dann würde es zwei Wege geben. Entweder den oder den. Aber beide Wege kann ich nicht nehmen. Hier sind wir noch nicht gewarnt, sondern nicht. Ach Mann. Dummes Ding. Komm nicht ganz raus. Ah, was machst du denn da? Blöd man sein kann. Tintenmoor Luma sehen. Keine Ahnung, ob wir hier schon hin sollen. Ich denke mal hier nicht. Aber wir können ja trotzdem mal hier links gehen. Da ist irgendwie ein Stein. Jetzt gehen wir mal raus. Ja, was drin, ne? Fragment deiner Lebenszelle. Du hast. Oh ja, das ist gut. Wenn wir noch mehr davon finden, dann kriegen wir ein bisschen mehr Leben, ne? Das ist ja nicht schlecht. Aber ich glaube. Da komme ich nicht hoch. Nee. Das ist noch zu. Das kann ich noch nicht. Das heißt, dieser Weg ist auf jeden Fall nicht gründlich für uns. So, müssen wir mal gucken, wo wir denn noch hin können. Gehen. In diesem Zeug kann ich ja noch nicht tauchen. Das kann ich wahrscheinlich auch erst, wenn ich ein kleines bisschen mehr Fähigkeiten habe. Dann kann man auch in dieses andere Zeug da rein. Das Leben mal mit hier, wenn wir schon hier sind. Dann hüpfen wir hier hin. Also ich bin jetzt. Das muss doch hier irgendwie weitergehen. Warum geht's hier nicht weiter, frage ich mich. Verstehe ich nicht, warum es hier nicht weitergeht. Verstehe ich wirklich nicht. Nein. Also irgendwo bin ich wahrscheinlich falsch abgebogen. Warte mal. Kann man nicht kaputt machen?
Ich muss hier oben ja immer noch einen Weg geben, oder? Wir gehen mal da oben rein. Macht, glaube ich, Sinn. Oh ja, danke. Oh ja, danke. Ach, guck mal. Bin ich mal bis zur Kante gegangen. Wir Mogli haben gesehen, wo die kleine Eule abgestürzt ist. Unweit der Heimat, die wir verlassen haben. Stiller Wald. Gruselwald. Oh nein, die arme Eule. Die tut mir schon so ein bisschen leid, Euli. In den Gruselwald, oder? Quobolok ist gütig. Quobolok hilft. Ja, ich muss jetzt zu Quobolok hin. Ah, guck mal. Jetzt kommt es auch hier weiter. Wenn man gleich zur Ecke gegangen lag, dann hätte ich so lange gewartet. Aber nein, ich muss erstmal rumrennen. So, machen wir erstmal drüber. Sprechen? Klar. Nur die, ja, die in den Augen des großen Quolok würdigen dürfen, eintreten. So besagt es zumindest die Legende. Natürlich ist das nicht Quolok, sondern nur eine Statue, was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat sie nicht einmal Augen, in denen irgendeine würdig sein könnte. Dumme Legende. Ha! Naja, ich weiß nicht. Das war die Statue, okay. Ach, guck mal! Schau mal einer, guck, was da passiert. Oh, ich bin da. Blödes Viech. Darüber nochmal. Ach, wir kommen nur zurück, okay. So. Ah. Da muss ich runter. Da ist auch noch irgendwas. Ah, oh, eine neue Fähigkeit. Was ist das für eine Fähigkeit letztes Mal? Bin mal gespannt. Geisterbogen, du hast einen Fisch gelernt. Halte Q gedrückt. Ja, okay. Das ist natürlich, wenn ich ab und zu mal auf der Tastatur drücke, während wir spielen, dann wäre natürlich da sowas da, ne? So. Also, was nehmen wir denn da? Schieß den Geisterbogen, packe ich jetzt mal auf B. Oh, cool. Ah, warte mal. Aha. Wie cool ist das denn? Na, das nenne ich immer. Das ist immer eine abgefahrene Sache. Okay, okay, aber das macht ja schon Sinn. Aber wir wollen ja eigentlich gar nicht in die Richtung, wir wollen doch nach Quobolok. Kann man hinten noch weitergehen?
Ich glaube schon, ne? Gehen wir mal zurück. Also ich meine jetzt da, wo dieser blöde Vogel saß, ne? Da kommen wir da nicht weiter, ich weiß es. Hier bin nur der Schalter, ne? Das sieht so aus, als ob es da unten weitergeht irgendwie, ne? Komisch, ich könnte schwören, das Wasser, da kam aber gerade noch ein gutes Stück höher gewesen. Das heute, alles verändert sich und nie wird etwas dadurch besser. Okay. Ja, durch den Geisterbogen können wir natürlich wieder ein paar andere Sachen machen. Drauf. Was bringen wir das? Ach so, warte, da ist noch so ein Ding. Okay. Testen wir mal. Na gut. Okay, okay. Ja. Nein. Nein! Augenstein. Dieser seltsame augenförmige Edelstein würde gut in eine Steinaugenhöhle passen. Ah, okay. Der ist natürlich für den Walk oder wie der heißt. Kann ich die auch abziehen damit? Ich habe keine. Ah, okay. Braucht natürlich ein bisschen was, ne? Ah, okay, da sind die andere Höhle. Dieses Ding loswerden. So. Hier ist mal zurück. Natürlich von der Zeit nicht mehr. Aber geht das nicht zu? Ich glaube schon, ne? Nee, geht nicht zu. Ist doch cool. Gut, dann gehen wir schon hoch. So, zweites Augending haben wir. Jetzt zurück zu dem Scheiß da. Und das da reinpacken, da hoffe ich mal. So. Beide Augen müssen da rein. Und ich glaube, ich bin würdig. Ja, ist ein bisschen länger die Folge heute. Aber ich finde, dadurch, dass nicht so viel passiert ist, finde ich es ganz gut, wenn man mal ein bisschen das länger macht. Also, von daher. Super. Und wie es hier weitergeht in Kolochs Tal, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.